Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Heute zeige ich meine aufgebrauchte Sachen. Ich habe schon lange keine Video für YouTube gemacht. Ich bin mehr auf TikTok und deswegen könnt ihr gerne dort vorbeischauen. Und wir fangen direkt an, weil das ist sehr, sehr viel, was da eingesammelt wurde. So, einmal habe ich von Isanne Wassermelone Duschgel. Das ist eher so mehr flüssiger gewesen, aber hat richtig gut geschäumt. Dann meine geliebte von Hello Body, diese Coco Fresh Schaum, ist richtig gut. Das ist schon das zweite Mal, wo ich das leer gemacht habe. So, das sind Shampoo und Spülung von Garnier Fructis. Einen Moment, sieht so aus. Die duften so richtig gut und hat richtig gut, so wie gesagt, so richtig gut Haare sauber gemacht haben und so halt und richtig gut geduftet, also nach Kaufprodukt. Dann einmal Wind, also von Kneipp, das ist das Schaumbad für die Kleine, war richtig schön und ich glaube, war auch so lila. Richtig gut gerochen und wenn ich mich nicht irre, das war auch lila, also Wasser war auch lila. So, dann von Isana Collagen Booster. Das ist so eine Tuchmaske, 100% steht da natürlich Ursprungs. Also, es war okay. So, dann ist von Essence dieser Drops leer gegangen. Meine Tochter benutzt das oft und oft schon nachgekauft. Dann meine Foundation von Catrice leer gegangen, habe ich schon neu gekauft, matt in Farbe 10. Gefällt mir sehr gut. Dann von Juliette diese iPad Mask, Gurkenextrakt und so, die waren auch okay. Wie immer von dieser Marke. So, dann ganz normale. Diese Wattepads, 100% Baumwolle, aber ich weiß nicht, wo ich die gekauft habe. Im Kaufland steht da, im Kaufland. Und die waren auch gut. So, dann von Balea diese Hydrogel-Augenpads. Auch okay gewesen. Das war auch von Bübchen für die kleine Schaumbad, war auch richtig schön gewesen. Richtig gut geduftet und war schön. So, dann habe ich diese Peel-Off-Maske. Die ist auch gut. Die ist richtig gut gewesen. Hat mir richtig gefallen. Und man hat so ein Gefühl. Kennt ihr zum Beispiel diese Eisbonbons, wenn man die in den Mund nimmt? Das wird so frischer Atem, also frische Gefühl im Mund. Das hat diese Maske gemacht auf meine Haut. Also richtig gut. So, dann nochmal diese Augenpads. Von Beauty, die sind auch gut, also ich kaufe immer die, gefallen mir. So, dann diese, das ist von Action, glaube ich, gewesen. Maske hier habe ich geschrieben: erfrischend, schnell, aber schnell trocken. Also, die ist richtig schnell trocken geworden und abgefallen, aber erfrischend war schon. So, dann meine Lieblingsmaske von Balea, diese Tuchmaske. Kokos mit Kokos, also das ist meine Lieblingsmaske. Diese iPads von Juliette, die sehen so aus, wisst ihr, welche ich meine. Die haben mir nicht gefallen. Weiß ich nicht warum. Also, keine Ahnung, mir haben die nicht gefallen. So, dann, das ist eine Coco Shea Butter Haarmaske. War auch richtig gut. Das ist von Action gewesen. Von Isana volle Augenpads. Die waren richtig schlecht, Leute. Erstens, ich habe die extra gelassen. Einen Moment, muss ich mal die rausholen. Die sind richtig dick. Die sind richtig, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die sind richtig dick. Also jetzt sind die so auch klebrig. So wie Kleber halt. Aber die hatten hier gar keine Serum gehabt. Das ist alles trocken gewesen. Das ist kein Serum. Ich habe gedacht, vielleicht muss man hier noch Folie abmachen. Meine Tochter hat nachgeguckt, also war gar nichts. Also hat mir gar nicht gefallen.
Vollen Augenfett steht da, sofort frischend Effekt, Vitamin B, also K, keine Serumbad drin. So, dann Schaumbad wieder für die Kleine, weil die hat im Adventskalender viel solche Sachen gehabt. War auch schön. So, dann diese Maske von Garnier, war ich schätze, kaufe ich immer nach von Garnier. Verschiedene Sorten, aber halt von Garnier. Gefällt mir und meiner Tochter auch gut. Das ist noch eine von Wassermelone. Auch richtig gut gewesen. So kann ich nichts meckern, sag ich mal so. Also gehen. Jetzt gehen wir weiter. So, dann ist von Isana Men 5 in 1 so eine Duschgel. Hat mein Mann gesagt, war gut. Er klappt nie. Ich mache das direkt in die Tüte. So, dann haben wir mit meiner Tochter von Balea Spülung und Shampoo ohne Silikon. Die aufgebraucht, die waren auch richtig gut. Beides, Schaum und Spülung und Shampoo. Dann von Gul Shampoo kleiner, mag ich sowieso, vom Gul mag ich sowieso. So, dann diese 3D White Blender mit Zahnpasta, ist auch richtig gut. Dann von Signal, diese für die Kleine, kaufe ich immer nach. Auch gut, mir gefällt das vom Geschmack her und so. Das ist von Denta Pro Mundspülung, aber wo ich habe das gekauft, weiß ich nicht. War auch gut. Grüne gefällt mir sowieso am besten. So, dann wieder von Gul Shampoo, ist auch richtig gut gewesen. Dann von Sacrotan diese Touch Seifen, ist auch gut gerochen, auch gut gefallen. So, dann von, das ist vom Lidl Eigenmarke, Sau Frisch. Tücher als Wecktücher waren auch gut. So, dann diese Toilettenfeuchttücher von, wie heißt, Saubier, kaufe ich mir für die Kleine immer, also mit dieser Duftrichtung auch gut. Von WC Frisch, diese Blaukraft, diese Steine sind auch gut gewesen. Blau sind immer am besten, finde ich. So, dann von Balea Reinigungstücher 3 in 1 ohne Alkohol. Die nehme ich nur, wenn ich swatche oder zum Beispiel ich mache mein, das da, habe ich vergessen, wie das heißt, meine, Foundation, habe ich vergessen, Foundation hier auf die Hand drücken und dann halt hier mit Sponge und halt dann mache ich mir den ab. Sonst so für ganze Gesicht benutze ich das nicht. Dann von Gillette, diese Blow 3 hat mein Sohn für sich gekauft zum Rasieren. Ich habe nachgefragt, und wie war's? Wie wirst du das nachkaufen? Der hat gesagt, Mama war nicht so gut. So, dann von den mit dieser WC-Reinigungsgel auch kaufen immer noch. Manchmal kaufen wir nur andere Duftrichtung, aber ansonsten also noch ein bisschen von Denkmint als Feuchttücher Rose Mandel. Die sind richtig gut gerochen. Kaufen wir immer von Denkmint verschiedene Duftrichtungen. Anti-Schuppen von Gul ist auch gut gewesen. Also noch eine Blende. Mit einer ist Schwarze, das ist die schwarze Version und es gibt weiße Version. Also jetzt im Moment haben wir noch weiße, aber schwarze haben wir schon auch mehrmals nachgekauft. Dann ganz normale Zahncreme. Einen Moment, das geht auch gut. So, von Balea Men Ultrasensitiv Rasierschaum ist leer gegangen. Also mein Mann, ich kaufe dem immer sensitiv, ob das Seife ist oder so. Kaufe ich immer halt solche sensitive Sachen. So, dann ist dann Badesalz für die Kleine auch gewesen, glaube ich. Also, das hat richtig gut. Oh, das riecht jetzt noch gut. Auch gute Sachen. So, dann meine Garnier Skin Active Micellenreinigungswasser. Diese mit Mintfarben, Kappe. Ist richtig gut, kaufe ich immer noch nur die jetzt. So, dann
von Baby Love, diese Reinigungswattepad. Hole ich mal immer, wenn ich mit Schaum Gesicht wasche, also mit Bürste und Schaum. Und dann mach ich das noch mit warmes Wasser, diese Pads, und gehe ich noch drüber über mein Gesicht. So, dann hat Rasiergel meine Tochter aufgebraucht. Also kauft auch immer nach kleiner oder großer Version, unterschiedlich. Dann von Ajax. Ist auch gut. Kennt auch, glaube ich, jeder. Meine Tüte wird gleich leer, voll. Dann haben wir zweimal aufgebraucht. Dieser Original Todesmeer Badesalz ist richtig gut, wenn man Entzündungen hat, wenn man, ich weiß es nicht, für alles. Entspannt und beruhigt, empfindliche und bis sehr trockene Haut. Also richtig gut, kann ich nur empfehlen. Einmal lasse ich mal hier so. Dann wieder Allzwecktücher. Diese Allzweckreinigungstücher. Einmal diese und einmal diese. Hat beide gut gefallen, beide gut gerichtet. So, das ist noch eine Zahnpasta von meiner kleinen. Dann von Bübchen Bad und Shampoo. Ist auch leer gegangen. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht von Bübchen, was anderes. Aber ist richtig gut gewesen und hat auch richtig gut lange gehalten. Man braucht davon ganz wenig. So. Dann habe ich von Balea diese Hydrogel Augenpads, die sind mit Schoko-Version, Schoko und so. Also Schokolade mag ich, aber das auf meinem Gesicht, so, das riecht nicht nach richtiger Schokolade, könnte schon denken. Aber ansonsten, es war okay. Isane Hydrogel Lippenmask hat mir nichts gebracht. Von Balea Man Energy Hydrogel Augenpads. Mein Mann hat das ausprobiert und hat gesagt, bei ihm hat direkt gebrannt. Und ich weiß es nicht, er hat gesagt, 5 Minuten hat er ausgehalten, das abgemacht. Dann von dieser Augenpads, auch von Yulity. Also die waren okay. Die waren auch okay. So, dann von dieser Sebamed Pflegedusche haben wir geschenkt bekommen, war auch gut. So, dann ist noch eine Zahnpasta von Dentalux, auch leer gegangen, war auch gut. So, dann von Sanft und Sicher Toilettenpapier, also feuchte Toilettenpapier, kaufe ich immer nach. Wenn ich beim DM kaufe ich die. Wenn ich in ein anderes Geschäft gehe und muss nicht ins DM, dann kaufe ich was anderes. Also von anderen Marken wird auch gekauft. So, dann habe ich 3 Flaschen. Einmal Conditioner, einmal Schaugel und einmal Shampoo. Das ist vom Adventskalender, vom Action Adventskalender, die sind alle richtig gut gewesen. Schaugel und halt die Sachen für den Kopf waren auch richtig gut. Kann ich nicht beklagen. Einen Moment, ich mache bitte nach unten. So, dann hat meine Tochter mir so haptisch Lieb-Tee gekauft. Ist auch richtig gut und riecht richtig, richtig gut. Das war beim Rossmann. Kann ich nur empfehlen. So, dann von Tinti Sprudelbad für die Kleine war auch gut. So, die 2 Sachen mache ich mal. Jetzt. Okay, mache ich mal die. Das sind auch für Haar und Body. Also, das sind für Männer und für Frauen geeignet. Das haben wir, ja, wir waren in einem Hotel und das war dort diese Sachen halt. Und wir haben ausprobiert und uns hat richtig, richtig gut gefallen von dieser Firma. Top. Also kann ich nur empfehlen. So. iPad-Maske, das sind diese mit dieser weiße. Von wieder für Yelity von dieser Firma waren okay. Das sind diese mit Engelflügelchen, glaube ich.
Ja, ich mag lieber die ganz normale, halt diese Standard halt. Das war okay, aber muss nicht sein. So, dann habe ich zweimal Haarmaske, einmal Orangenblüte und die andere Pfirsichblüte. Für die Haare sind auch richtig gut gewesen. Meine ist direkt runtergefallen. So, dann meine Parfüm ist leer gegangen oder Toilettparfüm, ich weiß es nicht. Also, das hat meine Tochter gehabt und dann hat ihr nicht so gefallen. Das war meine Duft. Ich weiß nicht, wo ich das kaufen kann, weil das war im Action so eine Pack und da war kleine, so wie Pröbchen, sag ich mal, 6 oder 8 Stück und eine davon hat nur mir gefallen. Der Rest ist auch noch nicht mein Duft. Also, die sind richtig gut. Schön. So, dann ist meine von Revalsmine, glaube ich, Eyeshadow Base leer gegangen. Ist auch richtig gut gewesen, ganz leer. Revalsmine, oder? Also, ihr wisst, welche Marke ich meine. Und als letztes zeige ich euch, was ich noch nicht komplett leer gemacht habe, aber wenn das leer ist, schmeiße ich einfach weg. Von Catrice, meine Palette, diese Matt-Palette, schon abgegangen. Guckt mal, das ist fast leer. Also nur schwarze, weiß ist auch fast leer. Also schwarze nur hier hellgraue Töne. Also die paar Töne noch da ist. Das ist meine Lieblingspalette. Ich schminke jeden Tag, zum Beispiel heute ist auch mit dieser Palette geschminkt und deswegen, ja, geht das auch irgendwann leer und dann schmeiße ich die auch. Aber ich wollte euch noch das hier zeigen, weil in diesem Video. So, und ich gucke mal, das war's, Leute, was wir aufgebraucht haben, fünfköpfige Familie, sag ich mal, aufgebraucht haben und das ist aufgebraucht. 2, 3 Monate, glaube ich, habe ich das alles gesammelt. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt, zu Ende vielleicht zugeschaut habt. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Und ich hoffe, dass ich jetzt mir auch hier bei YouTube weitermache, also meine Videos weitermache. Und wenn was, könnt ihr mich bei TikTok auch sehen. Danke, mein Lieben.